Ja. So, einen älteren Suzuki Jimny haben wir hier, ein kleiner Jeep, 4x4, ist nicht der neueste, aber macht was er soll. Den haben wir jetzt für 3 Tage, ich hoffe, die hält auch durch. 150 Euro haben wir dafür bezahlt. Und jetzt klappern wir hier alles mal so ein bisschen ab. Wir wollten da runterkommen zum Strand, weil, wie wir von oben gesehen haben, kann man da gut schnorcheln. Sah auf jeden Fall so aus. Joa, hier kann man doch bestimmt schnorcheln. Ich hoffe nur, das Wasser ist nicht so kalt. Aber kälter als im Pool wird das nicht sein, glaube ich, oder? Ja, das ist bestimmt ein Angler oder so. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall ist hier sonst niemand. Ja, wie gesagt, es ist halt noch keine Saison, ne? Aber wenn die Sonne rauskommt, dann ist es schon ordentlich warm. Ja, das ist ja auch ein Suzuki Jimny, aber als Festdach, mit einem festen Dach. Jetzt gehen wir mal gucken. Der Typ eigentlich hin. Guck mal, was machen die da so? Ah, das ist eine Strandbar, ne? Oder was? Also, nur, dass da keiner ist. War auch ein riesen Strand, guck mal. Okay. So, jetzt machen wir uns langsam auf den Rückweg. Was ist denn da oben auf dem Berg eigentlich? Wollen wir da auch noch mal hin? Oh, Bündchen, ich hab Hunger! Gegebenheiten anpassen. Ne? Richtung Flughafen. Du sollst jetzt zum Flughafen gehen. Das
hier ist der Strand von Rodostadt. Man sehen kann, hoffentlich, also ist das ein reiner Kiesstrand. Da ist unsere Ecke natürlich viel schöner, aber die Ecke ist halt interessanter für die Leute, die so mehr Nachtleben suchen und so. Discos, Bars und so weiter. Die sind ja echt. Ja. Die stehen so brav, ne? Ja. Kann ich dich angucken? Ich hab nichts zu essen, Jacko. Nüsse, aber ich glaube nicht, dass Nüsse für die gesund sind. Gleich beißt er dir den Arm ab. Das kann er nicht laufen. Nee, das können Kamele aber machen. Ihr seid ja süß. Esel nicht. Kamele, ja. Sein. Da unten eine interessante Ecke. Weiß ich nicht, interessantes Haus, würde ich gerne mal reingehen. Hier sind wir beim Schmetterlingsteil, aber wir sind leider zu früh dran. Das macht erst im Juni auf und da schlüpfen erst auch dann die Schmetterlinge. Vor 15 Jahren waren wir hier, war es zu voll. Jetzt sind wir wieder hier und waren wieder nicht drin. Wobei wir hätten jetzt runtergehen können. Die Frau hat uns erlaubt, einfach sich die Landschaft anzugucken. Aber wir haben hier die Koffer drin. Und ich will mich jetzt nicht so weit von denen entfernen, weil wir müssen ja direkt zum Flughafen dann. Sehr schöne Landschaft. Sehr schöne Landschaft. Und die Gerüche hier von den ganzen Bäumen und von dem ganzen Grün und sowas, von den Tannen und so weiter. Das ist hier wirklich ein schöner Ort. Hier gab es einen Waldbrand. Nach 200 Metern rechts wenigstens mal die Scheibe geputzt hier. Alles voller Staub. Ja, was haben wir? Wir haben ungefähr, wenn wir jetzt dann am Flughafen ankommen, haben wir 400 Kilometer mit dem Jimny hier, mit dem Suzuki, mit unserem kleinen Jeep zurückgelegt. Und dann nochmal 160 mit dem Motorrad. Guck mal, ich habe hier den Ehrenplatz am Flughafen Rhodos. Am Flughafen von Rhodos. Eine EasyJet-Maschine. Jetzt! Wir können doch eigentlich auch hier einchecken. Koffer rübergeschmissen, rübergeklettert und ab ins Flugzeug. Nee? Mal gucken, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja mein letzter Versuch, einen Panzer zu finden. Die anderen Koordinaten habe ich abgeklappert, war nichts mehr. Das ist jetzt der letzte Versuch. Also. Oi. Willst du da durchfahren? Echte Sache.
Safari haben wir hier. Alter Schwede. Oh, man merkt den 4x4. Jetzt bin ich mal gespannt. So, ich weiß nicht, ob man das sieht hier auf dem Handy. Also rein theoretisch muss das irgendwo hier sein. Ich mache mir da jetzt natürlich nicht zu große Hoffnung, aber wer weiß. Ja, das ist alles das, was das Meer hier so anschwimmt. Aber ich bin jetzt eigentlich hier, wo Google mir diese Koordinate anzeigt. Aber bis jetzt sehe ich nichts. Kann natürlich sein, dass er hier einfach zugewachsen ist. Aber auch eine Drohne kann ich hier nicht starten, weil hier daneben der Flughafen ist. Jetzt wieder reinzuklettern. So, jetzt siehst du das Fahrer. Panzer habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht dann sag mal. Jetzt haben wir unser Fahrzeug abgegeben. Der Mensch vom Autoverleih war gerade hier, hat den Schlüssel abgeholt. Ist alles in Ordnung. Also knapp 400 Kilometer gefahren. Also zuverlässiger Suzuki. Hat uns treue Dienste geleistet. Auf Wiedersehen. So, Gepäck haben wir abgegeben, Kontrolle haben wir durch. Habe ich. Günstiger. Ja. 39 Euro. Kontrolle haben wir durch. Da habe ich erstmal meinen Imbusschlüssel wieder gefunden, den ich seit einem Jahr gesucht habe. Auf dem Hinflug ist das nicht aufgefallen, aber jetzt auf dem Rückflug war der in meiner Drohnentasche. Da musste erstmal komplett die ganze Drohnentasche da durchgeguckt werden. So sieht der Duty Free Shop aus am Flughafen Rhodos. Thank you.
und so weiter. Komischerweise. So, noch einer.